befinden uns hier in der Übungshalle des Feuerwehr- und Rettungstrainingscenters der Feuerwehr Frankfurt am Main. Die Übungshalle hier ist das Kernstück eigentlich der ganzen Anlage. Hauptaugenmerk liegt hier auf der praktischen Außenfortbildung von Berufsfeuerwehrangehörigen und Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. Wir haben versucht, in dieser Halle möglichst realistische Übungsszenarien in Form von Gebäuden zu schaffen, so wie sie in der Stadt Frankfurt dann auch vorhanden sind und wie sie auch einen großen Teil unserer täglichen Arbeit letztendlich darstellen. Die Schule ist generell so aufgestellt, dass die Anforderungen, die an eine moderne Großstadtfeuerwehr letztendlich gestellt werden, hier zu 100% abgedeckt werden können. Das heißt, wir haben Anlagen für die Höhenrettung, Anlagen für die Tiefenrettung, Anlagen für die Brandbekämpfung, für die technische Hilfeleistung auf Straßen, auf Schienen. Im Endeffekt sind wir in der Lage, hier alles das zu tun, was unsere tägliche Arbeit letztendlich von uns verlangt. Wir stehen hier direkt vor unserer sogenannten Brandsimulationsanlage. Das ist eine Anlage, die mit Hilfe von Propangas Brände in Räumen simulieren kann. Hier liegt der Schwerpunkt auf der taktischen Ausbildung der Feuerwehrangehörigen. Das bedeutet, hier lernen die Leute, wie sie effektiv und schnell und sicher beispielsweise Schlauchleitungen verlegen, wie sie Erkundungen durchführen, wie sie Räume absuchen, um dort eventuelle Verletzte oder Opfer zu finden und wie sie die natürlich schnell und möglichst effektiv auch retten. Generell haben wir hier verschiedene Arten von Gebäuden stehen. Das geht vom Wohngebäude über einem Speditionsgebäude auch, wo der Schwerpunkt eher in der Gefahrgutausbildung liegt. Wir haben einen Supermarkt hier drin, um auch ein Wohn- und Geschäftshaus letztendlich darstellen zu können. Wir haben verschiedene Dachflächen, die wir für die Rettung aus Höhen verwenden können. Wir können einen U-Bahn-Zug hier reinstellen. Wir haben eine Oberleitungsanlage drin, die beispielsweise bei der Rettung aus Höhen über die Drehleiter entweder einfach nur im Weg ist. Das heißt, der Drehleitermaschinist muss dann genau schauen, wo er sein Fahrzeug positioniert, wo er sein Fahrzeug abstellt, wie er das in Stellung bringt, dass er genau eben den Punkt erreicht, um die betroffene Person dann zu retten. Wir haben eine Möglichkeit für Schachtrettung hier, heißt also aus einem Kanalsystem können auch Verletzte gerettet werden. Wir haben eine Autowerkstatt, in der wir Brände in Werkstattbereichen simulieren können. Ja, Sprinkleranlagen beispielsweise für Einsätze nach Sprinklerauslösungen und so weiter. Also alles das, was uns jeden Tag eigentlich begegnet, können wir hier tun.